reicht jetzt. Noch einer. Ende im Gelände. Danke fürs Geld. Dir ebenfalls. Und du wärst auch zu einem Nekromorphen geworden und hättest dann etwas gedroppt, ne? So wär's doch! Meine Güte. Ja. Ein Energieknoten, die gibt's ja auch wieder. Stimmt ja, ganz vergessen. Ach, wie ekelhaft das eigentlich alles ist. Sowas von ekelhaft. Naja. Eigentlich müsste ich mir mal Let's Plays anschauen von jemandem, der so total, weiß ich nicht, total verweichlicht ist und hier an jeder Ecke wirklich rumschreit. Selbst wenn die Gegner kommen und man eine Waffe hat, mit der man die innerhalb von Sekunden auseinandernehmen kann. Das würde ich interessant finden. Was zum Geier? Taschenlampe fehlt? Licht? Hallo Nicole, oder wer da ist? Ja? Mach uns ganz! Schön. Mach uns ganz. Ha! Ja, das wusste ich. Ich habe mir schon mal ein Video angeschaut, nicht vom Gameplay selbst, sondern von einem Moderator namens Felix Rick, der solche Spiele gar nicht abkann. Und ich habe doch gerade einen Textlog aufgenommen oder sowas, ne? Log. Geheimhaltung. Ja, von Felix Rick habe ich mir das angeschaut. Allerdings, wie gesagt, nicht vom Gameplay, sondern nur seine persönlichen Reaktionen auf das Spiel. Und da hat er leider auch schon gesagt, der scheiß Luftballon. Weil er hat wahrscheinlich überhaupt nicht damit gerechnet. Geheimhaltung. Chairman Donovan. Das ist wahrscheinlich der böse Arsch. Hier spricht Dr. Brooks. Ich habe es schon oft gesagt, werde aber nicht müde, es zu wiederholen. Mir missfällt diese Heimlichtuerei um die neuen Labore, die in der Psychiatrie eingerichtet wurden. Sie sind jetzt 3 Jahre dort und wir haben keine Ahnung, was da vor sich geht. Eine solche Geheimhaltung ist in einer offenen, freien Gesellschaft fehl am Platz. Ihre Netzwerke sind so gut abgeschirmt, dass wir nicht einmal wissen, ob sie welche haben. Geschweige denn nachsehen zu können, ob direkt vor unserer Nasen etwas Unethisches geschieht. Wenn wir nicht bald Informationen erhalten, werde ich zu Tiedemann gehen und auf eine formelle Prüfung der Angelegenheit bestehen. Brooks, Ende. Nack, nack, na, nack, na. Peng! I don't want to die. Ich glaube, da bist du der Allererste. Alles abgeschlossen. Oh. Ein Kinderwagen, ein Babywagen. Heißt das, hier laufen jetzt auch Baby-Zombies rum? Rauch und offenes Feuer verboten. Ich muss doch hier rein, ne? Ja, ich muss da rein. Ja. Au!
Ja. Sehr gut. Wasser tritt aus. Meine Güte. Ach, ich weiß schon, das Spiel gefällt mir jetzt schon wieder. Und ein Shop, ein Shop, ein Shop, ein... Ach, herrje. Also, das kennt man doch schon. Ich möchte etwas Innovatives, was einen wirklich erschreckt. Ich weiß nicht, ob ich in solchen Spielen in so Panik hineinkommen kann. Also über einen längeren Zeitraum einfach. Willkommen im Micro Store CC-Mechaniker Isaac Clark. Inventar wird mit Ausrüstung für CC-Mechaniker aktualisiert. Mechanikeranzug. Ja. Kriege ich jetzt den richtigen Anzug? Yay, 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 yay. Der richtige. Oh, boah, total blutverschmiert, der Isaac. Und wir kriegen einen Stormtrooper. Nein. Jawohl. Nice. Also wie der Helm sich zusammensetzt, das ist doch mal geil. Plasma Cutter, habe ich den nicht schon? General überholt? Alles klar, jetzt ist der General überholt. Inventar. Hochleistung. Freischaltbares Dead Space Feature. Hä? Kriege ich den jetzt nur, weil ich auch Dead Space 1 gespielt habe und sich das Spiel irgendwie das gemerkt hat? Ist ja interessant. Hä? Ich sehe keinen Unterschied. Ach ja, jetzt kann er wieder stampfen. Da ist doch gar keiner. Was regst du dich so auf, Isaac? Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Nack, 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 nack. Geht das wieder los? Ach, ist das schön. Sind das Wassertropfen? Geil. Das ist doch mal süß. Da 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 da. La da da da. Da 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 da. Ja, das. Danke. Aua! Weg hier, weg hier, weg hier! Du, 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 du. Gelandet! Mano. Hey.
Na komm! Okay, klappt nicht. Und brachte sie hierher, um sie zu untersuchen. Ja, warum kann ich mich an nichts erinnern? Der Marker, den sie fanden, hat ein sich selbst replizierendes Signal in ihr Gehirn gepflanzt. Je länger sie wach sind, desto stärker wird es, bis es sie umbringt. Tideman gab ihnen Erinnerungshämmer, um das unter Kontrolle zu halten. Sie sagten, sie könnten das beheben. Nur wenn sie rechtzeitig bei mir sind. Bahnstation, beeilen Sie sich! Okay. Wir waren 3 Jahre außer Gefecht. Den Gegner fand ich jetzt einigermaßen interessant. Das sind... Wie hat der sich denn zusammengesetzt? Ekelhaft. Nun gut, aber den Kampf haben wir ganz gut überstanden. Munition haben wir auch noch reichlich. Ach so, man hätte auch Stase benutzen können. Ja. Ihr kennt's noch aus Dead Space 1. Ich habe Stase so gut wie gar nicht benutzt. Lichtelein, geh an und schein. Lichtelein, sei mein. Lichtelein, im weißen Schein. Ich bin ganz allein mit dem Lichtelein. Da, da, da. Irgendwie erinnert mich diese Stelle so ein bisschen an Doom. Da geht's auch so eine Stelle, geht man hier so runter, ist da so ein Schaltpult und dann kommt hier das Böse, Böse, wenn man da irgendwas aktiviert oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich habe Doom auch nie wirklich gespielt. Also hier nicht die ersten Doom-Teile, sondern hier so Doom 3 oder wie? Nee, ich habe keine Ahnung. Ich rede sonst Blödsinn. Nein. Da liegt noch was. Lichtelein. Blöpp. Blöp, blöp, blöp. Aufzug? Dap, 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 dap. Meine Oma fährt im Hürener Stall Motorrad. 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 Umdrehen und abschießen. Eine Werkbank, eine Werkbank. Ein Audiolog. Tudu. Hier spricht Sorensen von der CEC. Trennt ihre Extremitäten ab. Nur so könnt ihr sie erledigen. Kommunikation ist offline. Wir können nicht rausfunken. Sagt es also jedem, den ihr seht. Ah, ist doch schön, ne? Gibt's hier. Du bist nur ein doofer Mensch. Du droppst mir nix. Diesmal werde ich aber nicht so krankhaft sein und Halleluja. Harpunengewehr. Aha, pneumatischer Speerwerfer mit elektrischer Aufladung. Aufspießgefahr. Und den zuletzt abgefeuerten Speer mit Elektrizität aufzuladen. Ui, mies. Wieso kann ich noch keine Knoten holen. Wieso habe ich jetzt überhaupt 2? Das ist doch total... Die... Hä? Verbrauchen die nicht sogar einen Platz? Nein, die verbrauchen keinen Platz, aber... Hä? Ich verstehe es nicht. Ich würde mir gerne mal... Oh nein, hier. Ich würde mir gerne mal die Harpune anschauen. Die sieht interessant aus. So. Ja. Was kann ich hiervon? Brauche ich noch nicht. Mittleren Teil. Kleinen Teil.
Und ich mache das einfach mal so weiter, wie ihr es von mir gewohnt seid. Hallo, na. So. Dup, dup, dubi, dup. Dup, dup, dubi, dup. Ah. Die sind doch vollkommen identisch. Ach, Mann. Ui, da kann man ja viel machen. Ui, spezial. Mhm. Interessant. Rick. Schaden. Bei Aufspießen mit Chinese. Oh. Das ist cool. Um 50% erhöht. 1, 2, 3. Dann habe ich schon mal 50 Lebenspunkte mehr. So, dann ist das schon mal geregelt. So, und eine Speicherstation gibt es hier nicht. Vielleicht ist dahinter eine. Moment. Speicherstation. Okay. Dann mache ich hier mal einen kleinen Cut, weil wenn ich wieder zu lang am Stück aufnehme, wisst ihr ja, dann verschiebt sich der Ton, also hier die Synchronität von Ton und Video, und das wollen wir alle nicht.